Moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Gleich geht's los nach dem Intro. So, heute der zweite Versuch mit der Kamera bzw. mit dem Mikrofon. Ich hatte ja letztes Mal sehr starke akustische Probleme hier mit Übersteuern und ja, was nicht alles. So, ob es heute jetzt hundertprozentig besser ist, weiß ich noch gar nicht. Oh, auf jeden Fall haben wir richtig schön fetten Sturm heute hier. Also gleich Extremsbedingungen. Ah ja, gut. Also ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass beim Hochbeschleunigen oder überhaupt beim Gas geben, das hier jetzt, pass mal auf, dieser dumpfe Ton oder was das ist, auf jeden Fall die Stimme so doll überlagert, dass da auf jeden Fall gar kein Sprechen möglich ist. Beziehungsweise, dass man da einfach gar nichts hört, wenn ich irgendwas erzähle. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das Mikrofon eigentlich ganz unspektakulär einfach nur ein paar Zentimeter weiter nach vorne gepackt. Sind jetzt quasi, ich hatte es ja vorher relativ weit hinten festgemacht, an der, ja, wo es zum Ohr hingeht. Und ja, jetzt habe ich das Mikrofon halt genommen. Den Adapter habt ihr ja gesehen, wo ich den festgemacht habe. Und habe das jetzt einfach quasi unter diesem Adapter halt einen Tucken weiter nach vorne gelegt. Bin jetzt dadurch ungefähr, denke ich mal, 5, 6 cm oder so, also viel mehr ist es nicht, weiter nach vorne gerutscht. Ich denke mal, es wird sich jetzt ganz, ganz anders anhören. Ob es sich jetzt viel, viel besser anhört, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, das Video trotzdem, egal wie scheiße es wird vom Ton her, mit reinzunehmen. Allein um euch schon zu zeigen, wie krass so die Unterschiede sind, wenn man das Mikrofon wirklich nur so ein kleines Stück weiter nach vorne schiebt. Weil gerade so die Position des Mikros im Helm ist extrem wichtig, um vernünftigen Ton rauszukriegen. Da hatte ich halt bei dem anderen Helm auch lange dran rumgefeilt. Leider funktioniert die gleiche Position wie in dem anderen Helm, den ich habe, nicht wie in diesem Helm. Dadurch, dass halt das Kinnstück halt näher am Mund dran ist. Und jetzt bin ich halt noch ein bisschen am Rumfeilen, was wie wo jetzt am besten ist. Ihr habt ja gesehen, die zweite Position, also die Kamera ist auch wieder mit am Start vorne. Ich habe sie aber jetzt mal schon mal die Halterung unten an der Lenkerhalterung quasi befestigt und oben so umgeleitet. Eigentlich aus dem Grund, weil das vorne so scheiße aussah. Aber ich habe ja letztes Mal erzählt, dass das halt wirklich mehr oder weniger so eine Hals-über-Kopf-Aktion war, weil ich das halt einfach vergessen hatte. Ich musste alles suchen. Es wurde halt immer später und dann hatte ich es halt irgendwie schnell nur da dran getüttelt und naja, jetzt hatte ich es, ja, eigentlich habe ich es jetzt so vorbereitet, dass es wahrscheinlich erstmal dranbleiben kann, die Halterung, dass ich dann ab und zu mal die Perspektive wechseln kann. Ich habe auch noch einen zweiten Mount-Kit hier am Quadbiss befestigt. Aber ich denke mal, das werde ich euch dann im nächsten Video mal zeigen, wo diese Position sein wird. Mal gucken, wie euch das gefällt. So, wir fahren jetzt, das ist jetzt mehr oder weniger die Extremsituation. Wir haben sehr starken Wind, der von da kommt. Also wir werden gerade absolut angepustet, fahren um die 100 Stundenkilometer. Ich bin echt gespannt, ob hier überhaupt irgendein Ton nachher zu hören ist. Bei der alten Kameraposition war es ja wirklich so, alles was über 80 war, war irgendwie überhaupt gar nicht mehr hörbar. Ich hätte da in dem Video auch so ein paar Passagen rausgenommen gehabt,
die einfach überhaupt gar nicht ging. Also alles, wo ich wirklich extrem durchbeschleunigt habe und auch um ganz Ecke zügiger gefahren bin, da war gar nichts. Also da hat man die Stimme, man hat gehört, irgendjemand versucht zu sprechen, oh, da kam überhaupt nichts an. Aber ich versuche nicht nur die Mikroposition zu optimieren. Ich mache mir auch schon die ganze Zeit Gedanken, wie ich das halt leiser kriege hier. Weil, wie gesagt, wenn man hier mit echt länger unterwegs ist, irgendwann ist so ja ganz nett, wenn man mal irgendwo durch die Gegend ballert und hat diesen geilen Klang. Aber wie gesagt, wenn man länger unterwegs ist, irgendwann geht es einem dann noch so ein bisschen auf den Pinsel. Weil ich denke mal, dass größte Problem wird sein, dass halt der Luftfilter von dieser Maschine offen liegt hier unter dem Tank. Der ist ja, hatte ich ja erzählt, der ist von unten quasi aufgeschnitten und hohl und vorne ist er auch offen und eigentlich überall. Hat im Endeffekt nur noch links und rechts die Seitenwände, wo der Tankdeckel und hier oben drauf, wo der Tankdeckel sitzt. Und ich glaube, dass dieses Ansauggeräusch, der hat auch nicht diesen normalen Luftfilter drauf mit diesem Schaumstoffgedöns, sondern hat solche Pilze, solche mikro, mini, kleinen Pilzchen da drauf. Und ich denke mal, dass deswegen der Ton wahrscheinlich auch so extrem dumpf rüberkommt. Weil ich glaube nicht, dass das allein wegen dem Auspuff ist hinten. Ich denke mal, der Hauptübeltäter wird wahrscheinlich hier jetzt, zumindest was die Aufnahme und sowas alles auch betrifft, der Luftfilter so sein. Normal, wenn ich hier vorne oder oben drauf sitze, kriegt man vom Auspuff auf jeden Fall eine Ecke weniger mit beim Hochbeschleunigen, wie das, was ich hier immer so miterlebe. Oder ihr halt auch durchs Mikrofon. Ich muss mir jetzt halt nur angewöhnen, dass wenn ich jetzt solche meine 5 Minuten kriege und den Gashahn total aufreiße, die Klappe halte. Weil hören tut das dann eh nicht. So, weiter geht's. Wobei es heute wahrscheinlich so 2 Aha-Effekte geben wird, wenn ich nachher vom Rechner sitze oder morgen, ich weiß noch nicht, wann ich zum Schneiden komme. Weil einmal ist es halt, wie das Mikrofon sich halt anhört. Und das zweite, wie die Kamera hier mit den Vibrationen und mit der Wackelei klarkommt. Weil ich habe sie ja unten quasi an dem Uhrlenkerbock, der hat ja so eine komische Erhöhung da noch drauf und alles ganz unten dran festgemacht. Dementsprechend musste ich hinten so 3 Adapterstücke übereinander setzen, um nachher hier hochzukommen, um über dieses Schaumstoffpolster hier drüber zu kommen. Und jeder, der mal bei seiner GoPro mal so mehrere Verlängerungen und Adapterstücke da mal dran gesetzt hat, der weiß, umso länger dieses Ding wird, das wird immer wackeliger und windanfällig, und das hat ja hier oben absolute Windangriffsfläche. Weil gerade bei diesen Straßenreifen ist es ja halt so, dass man hier mit relativ hart sind und auch mit höherem Luftdruck fährt, und der erste Kontakt Straßenmaschine ist ja nun mal der Reifen, der ja den ersten Stoß schon mal wegschluckt, und danach kommt ja erst quasi die Federung. Dementsprechend ist natürlich, wenn man mit Crossreifen fährt oder sowas, dieses Lenkverhalten oder sowas, finde ich viel weicher und nicht ganz so anfällig. Ich fahre ja meistens dann mit 03, 04 Bar oder sowas, also da macht der Reifen eigentlich die meiste Arbeit. Dementsprechend, ich habe schon wieder viel zu weit ausgeholt, ist natürlich dann die Vibration am Lenker auch ein Tucken weniger, wenn man nicht gerade irgendwelche stark versetzten Stollen fährt. So, aber gerade das Thema Reifen, ich habe ja in den letzten Videos erzählt, ich bin auf der Suche nach Cross und Stolle und alles Mögliche. die Suche ist jetzt beendet. Ich habe Reifen und Felgen bestellt. Ich habe mich jetzt dazu doch entschieden, das neu zu kaufen und nicht gebraucht, weil, wie gesagt, die Preise, die da so angegeben waren, ich habe es alles hin und her gerechnet. Man kommt nicht so viel daran, wenn man die Sachen sich jetzt neu holt. Warte mal, ich glaube, da ist Stau, wenn ich es richtig gesehen habe.
Dann fahren wir lieber die Strecke zurück hier, oder? Ich glaube, es ist schlauer. So. Deswegen geht jetzt bald mit dem Umbau, mit dem Setup demnächst weiter. Ja, ich denke mal, oder ich hoffe, dass die Sachen Mitte nächster Woche, spätestens Ende nächster Woche wohl irgendwie ankommen bei mir. Und dann kann ich endlich die anderen Reifen draufstöpseln. Yep. Und auch im gleichen Zug wollte ich dann die Übersetzung abändern. Also ich habe für hinten auch gleich ein größeres Kettenrad bestellt und eine längere Kette. Und ja, ich bin dann leider immer noch nicht 100% Offroad-fähig. Weil wie gesagt, ich hatte euch das ja schon mal gezeigt hier unten drunter, dass halt die Ölablassschraube und auch der Ölfilter unten hier so rausgucken. Und da muss ich mir, wie gesagt, halt erstmal so eine Art Unterfahrschutz basteln bauen. Weil vorher macht das mit Gelände nicht so wirklich Sinn. Da mache ich nachher nur mehr mehr mit kaputt, als die ganze Sache wert ist. Schaut euch das an. Ich drehe wirklich an einem anderen Tag. Ich habe euch ja erzählt, dass die Autobahn hier permanent und dauerdicht ist. Ja. Es ist wirklich so. Also es war keine Spinnerei oder alles. Das ist hier alltagtäglich so. Und das schon seit Wochen oder fast Monate. Wenn die alle wüssten, dass hier die Straße quasi die ganze Zeit parallel geht. In den letzten Videos stand auch immer sehr häufig die Frage, was die Maschine denn jetzt hier verbraucht. Jetzt nach dem Umbau, wieso ja, der Spritverbrauch hiervon ist. Ich kann es euch ehrlich echt nicht sagen. Liegt daran, dass ich Heimtanker bin. Also ich werde jedes Mal, wenn ich so eine Runde hier jetzt gedreht habe und ich fahre dann nach Hause und stelle die Maschine ab, checke ich die einmal halt durch. Und das erste, was ich mache, ist Tank auf und volltanken. Und ich tanke immer aus Kanistern und da habe ich auch nicht irgendwelche Anzeigen dran. Und ehrlich gesagt, ich habe ja hier so einen Tageszähler drin. Ich vergesse den immer zu benutzen. Ich habe bei mir in der Werkstatt halt mehrere Kanister stehen. Das sind 10 Liter Kanister, 5 Liter Kanister und alles. Ich kann euch sagen, wenn ich solche Runden hier drehe und halt was ich was so 1-2 Stunden unterwegs bin oder sowas. Also mein 5 Liter Kanister wird nicht leer, wenn ich hier mit danach tanke. Aber ich habe mir ja fest vorgenommen, wenn ich das hier jetzt mit dem Umbau und alles soweit fertig habe, dass ich mal wirklich mir Sprit quasi an den Mann packe, irgendwie einen Rucksack oder sowas, volltanke und wir dann wirklich mal das Ding leer fahren und mal gucken, wie weit wir kommen, ne, mit der Tankfüllung. Dann kann ich es euch ganz genau sagen. Wobei das natürlich auch immer stark davon abhängig ist, wie man unterwegs ist. Wenn ich irgendwelche chilligen Runden mache, ist es natürlich anders, als wenn man irgendwo die ganze Zeit jetzt nur Vollgas und den Hahn auf. Ich denke mal, wenn ich auf der Autobahn das Ding die ganze Zeit nur durchdrücken würde, wird um einiges mehr an Sprit durchgehen. Aber so als Durchschnittswert, das könnten wir ruhig mal ausprobieren, dass ich mal so eine Tour mache mit dem Ziel, bis das Luder leer ist. Ne? Dann kann ich es euch aber auf jeden Fall ein bisschen genauer sagen wie jetzt. Also tut mir leid, aber es wird noch kommen. Die Frage wird noch beantwortet. Ich habe es nicht vergessen und das probieren wir auf jeden Fall aus. So, hier ist jetzt wieder so ein Nadelöhrchen wegen Autobahn. Shit. Na gut, machen wir hier jetzt auch mal Schluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen oben da würde ich mich sehr darüber freuen. Gerne auch einen Kommentar. In diesem Sinne sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.